Ich habe in den letzten Tagen, meine Einladung stand schon in meinem Fest, habe ich meinem Vortragstitel noch drei Attribute vorweg dazugegeben. Und das ist das Unabhängig, das Widerständig und das Nicht-Kommerziell. Nehme diese Attribute als Aufhänger, die ja im weitesten Sinne auch mit Autonomie immer in Verbindung gebracht werden, und fange damit jetzt einfach mal an. Sie sehen möglicherweise noch, es ist ein Ausrufezeichen dahinter und ein Fragezeichen. Also man kann das so oder so lesen, und dann kommen wir direkt schon als weitermachen. Sie müssen sich vorstellen, ich bin eine klassisch kunsthistorisch erzogen in Bonn, alte Schule, war ganz interessant. Ich habe danach auch noch relativ klassisch erstmal ein Volontariat gemacht, interessanterweise für den Ort hier, gar nicht so weit entfernt, an der Schönen Kunsthalle. Und habe danach auch noch relativ klassisch für eine Gegenwartskunstgalerie in Düsseldorf gearbeitet. Danach, dadurch, dass ich freiberuflich auch unterwegs war als Kuratorin, bin ich auf eine Bewerbung eingestiegen von einer Produzentengalerie in Berlin. 20 Künstler, die haben jemanden gesucht, der ihnen irgendwie unter die Arme greift, mit ihnen den Laden schmeißt, wie auch immer. Darauf bin ich eingestiegen, und das war eigentlich die wichtigste Erfahrung, würde ich sagen. Nichts gegen die Schirm, aber die Produzentengalerie Stedefreund, so hießen die 20 Künstler, haben mir in 2 Jahren so einiges beigebracht, sowohl Positives wie auch alles, was mit Selbstausbeutung zu tun hat und was sicherlich auch einige hier genauso kennen. Also das war ein sehr wichtiges Ereignis, und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, ich möchte diesen ganzen Räume, die sich selber organisieren, mit Künstlern und so Leuten wie mir und noch ganz anderen Menschen. Ich möchte da auf der einen Seite, fasziniert mich das sehr, und auf der anderen Seite möchte ich aber auch einen gewissen Abstand gewinnen, und wissenschaftliches Arbeiten ist ja nun auch durchaus eine Beschäftigung, die aber auch eine Distanz verursacht. So, und das stand am Anfang so von allem. Ich hatte einige Städte erlebt, Frankfurt, Rheinland, Berlin, wo jede Menge an Offspaces und Produzentengalerien aktiv sind. Und man hat mich immer gefragt, ja, aber was von denen möchtest du denn untersuchen? Sind es eher so die sich selbst vermarktenden Produzentengalerien, oder sind es eher die Offspaces, die sind ja unkommerziell? Und mir war klar, ich möchte dieses ganze Feld mir vornehmen, ohne von Anfang an diese Unterscheidung zu machen. Genau, und so kam es dann zu dieser Promotion, die, du hast es schon richtig gesagt, also auch mit empirischen Arbeiten zu tun hat, abgesehen von meinen eigenen Erfahrungswerten, die es sein hatte. Können wir direkt noch eins weitermachen? Was mir aufgefallen ist, es gibt etwas Verbindendes, was diese ganzen Initiativen gemein haben. Und das ist einmal überhaupt der Grund, warum sie da sind, nämlich ein Mangelempfinden. Es fehlt etwas in unserem Leben, es fehlt etwas in unserer Gesellschaft, in der Kultur. Das ist erstmal natürlich die künstlerische Präsentation. Ich möchte das, was ich selber mache, egal ob es ein Bild ist oder eine Praxis oder eine Haltung, ich möchte dafür ein Schaufenster haben, eine Öffentlichkeit, die ich selber generiere. Das Zweite, was ich fast noch wichtiger finde, das fiel heute auch schon mehrfach, das ist der Raum für Sozialität. Also etwas wunderbar jetzt gerade, ich sehe sie jetzt gerade alle vor mir, also etwas, wo man zusammenkommt, was es so nicht gibt, was vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller ist als das, was wir aus Museen kennen, und sicherlich auch eine strategische Netzwerkbildung. Also es geht nicht nur um Spaß und Bier, wie das manchmal gerne so von außen betrachtet wird, sondern es geht durchaus auch, Frankfurter Kranz ist ein wunderbares Beispiel dafür, um etwas, was man beruflich, sich beruflich austauschen, Kontakte machen und so weiter, und auch Know-how miteinander vergleichen und sich gegenseitig geben. Das dritte und letzte wäre der Raum für städtische Teilhabe. Das hat mit der Sozialität auch zu tun. Bei mir ist aufgefallen, dass bei diesen Räumen geht es immer auch um die Frage, wo leben wir, was ist nebenan, was für eine Bedeutung haben zum Beispiel diese leerstehenden Ladenlokale, die es bei uns gibt. Kann man mit denen nicht was machen?
Und bei manchen gehört sogar auch eine Gebäudeerhaltung dazu und natürlich die Kulturvermittlung. Der Anspruch ist fast immer da, auch nicht nur die eigenen Reihen zu erreichen. Das klappt mal besser und mal schlechter, muss man dazu sagen. Aber bei vielen Kulturakteuren und Künstlern, die ich kenne, ist zumindest das Ideal da, dass sie eben nicht nur unter sich sich über ihre Kunst unterhalten. Gerne weiter. Ja, das Verbindende ist vor allem die Ideologie. Und da kommen wir eben auch zur Autonomie. Ich habe 131 Räume insgesamt befragt und wirklich der Geist, der hinter diesem Ganzen steht und auch die Mission Statements, die man mittlerweile eigentlich auf jeder Website nachlesen kann. Die Eulengasse hat das, alle anderen haben das auch. Man schreibt nach außen hin erstmal, sagt man, was wollen wir. Das kann man wirklich auf diesen Titel erstmal zusammenstufen. Das soll nicht heißen, dass alles gleich ist. Aber was das Ideal angeht, geht es um Freiheit und Unabhängigkeit vom Markt und von den Institutionen erstmal als Kampfbegriff. Da würde ich sagen, hat sich, was die Ideologie angeht, gar nicht so viel geändert seit vergangenen Zeiten. Also man könnte die Mission Statement ist ja auch schon so ein moderner Begriff. Man könnte die Mission Statements von heute durchaus mit historischen Künstlermanifesten vergleichen, ob das jetzt die Surrealisten waren oder die Dadaisten. Die haben künstlerisch unterschiedliche Sachen gemacht, aber die Rhetorik und die Ideologie war ungefähr doch, belief sich immer darauf, unabhängig zu sein. Nun gibt es mittlerweile in der Szene, und ich sag mal, wenn ich von Szene spreche, ich gucke quasi so auf Deutschland und bin ganz viel unterwegs und habe unterschiedliche Räume befragt. Also wenn ich Szene sage, dann ist das erstmal so die allgemeine Ansammlung von Räumen und Initiativen in ganz verschiedenen Städten. Wird auch klar, dass man, das hat man heute auch schon gemerkt, man ist nicht mehr so blöd und sagt, wir sind frei und machen, was wir wollen, sondern man ist mittlerweile noch dazu sehr selbstreflektiert. Und dann kommen wir zum nächsten Zitat. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Es geht nicht immer bei meinen Anschlägen darum, dass Sie alles von A bis Z lesen. Darum geht es gar nicht. Till Krause, das Zitat ist von Till Krause, der wurde schon Mitte der 90er gefragt, also er selber ist Künstler und hat den Projektraum Galerie für Landschaftskunst in Hamburg mitbegründet, mittlerweile ein ziemlich großer Player, interessanterweise auch auf dem Kunstmarkt. Till Krause ist ein sehr kluger Künstler, weil er musste in so einem dicken Sammelband zum Thema Selbstorganisation sein Statement abgeben. Schließlich war er selber auch Teil von einer Selbstorganisation. Zur Wertschätzung von Selbstorganisation. Und das ist im Endeffekt das, was er beantwortet hat. Er hat quasi gesagt, warum reden alle über Selbstorganisation? Selbstorganisation ist etwas, was man macht und nicht etwas, worüber man redet. Und das Interessante ist, dass trotz dieses sehr witzigen Zitats, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Folie, eine Menge in den letzten 20 Jahren über künstlerische Selbstorganisation auch publiziert worden ist. Das kommt zum großen Teil auch aus kleinen Kunstvereinen und Offspaces, die ich selber auch kenne. Also Katalogproduktion, ganz, ganz viel Diskurse, ganz, ganz viel über die Frage, warum machen wir das, was bedeutet uns Selbstorganisation und so weiter. Aber eben auch in der Wissenschaft. Also ich bin nicht die Einzige, die über so ein Thema promoviert. Es ist seit den 90er Jahren eine ganz virulente Geschichte und Till Krause hat offensichtlich nicht erreicht, dass man endlich einfach mal macht, sondern es wird auch ganz, ganz viel darüber nachgedacht und sich ausgetauscht. Ich sitze ja jetzt hier schließlich auch und rede darüber. Kommen wir weiter. Also das ist was mich fasziniert hat, weil wenn man das Wort Selbstorganisation an sich nimmt, sagt das erstmal ja gar nichts aus, außer dass man in Eigeninitiativ wird, um ein Ziel zu erreichen. Was man aber zeigt, was man für eine Kunst vertritt, was man genau machen möchte, hat mit dem Wort, da sagt das Wort selber erstmal nichts zu aus. Deshalb wollte ich Ihnen nur an die Hand geben, weil Räume künstlerischer Selbstorganisation ist sehr abstrakt und hört sich irgendwie so, ja, nach so einem komischen Überbegriff an. Es beginnt alles im Studium. Es gibt viele hier auch zum Beispiel vom Stell oder auch von der HGB Offenbach,
viele Räume, da will man im Studium eben schon sich zeigen, etwas zusammen organisieren, einen Raum, ein Ladenlokal, was auch immer. Das interessant wird es eigentlich erst mit den Absolventenräumen, nämlich wenn der Schutzraum Akademie nicht mehr da ist. Und ab den Absolventenräumen, alles was Sie danach sehen, sind im Endeffekt Formate, die man als Künstler oder auch als Kurator, als Kulturakteurin prinzipiell mit einer und derselben Initiative durchlaufen kann. Und das ist immer etwas, was mich sehr interessiert hat. Deswegen mag ich auch diese Unterscheidung nicht mit dem ach, du bist ein Offspace? Nee, du bist kein Offspace mehr. Du bist ja jetzt kommerziell. Was mich interessiert ist, was für Formate werden, auf welche Formate werden, wird zurückgegriffen? Ein Kunstverein ist eine sehr historische Sache. Die gibt es ja schon sehr lange. Was macht man raus? Was aktualisiert man vielleicht daraus? Aber man kann auch durchaus eine Selbstvermarktung mit reinnehmen. Also ich denke, die Tausch ist das beste Beispiel dafür. Es schließt sich einfach praktisch nicht unbedingt aus. Und kommerziell und nicht kommerziell kann man sehr gut auch mal praktisch zusammenbringen. Darf ich mal was fragen? Ja. Ich habe ein neues Wort entdeckt. Lokale Interessenvertretung. Was ist denn das? Also das tolle Wort lokal gibt es, seit es die Globalisierung gibt. Es trifft es aber auch ganz gut. Also in Bezug auf Projekträume bedeutet es, dass die an ihrem Standort in ihrer Stadt eine sehr wichtige Rolle haben. Also in Eulengasse in Frankfurt, das hat ja was mit dem Ort zu tun. Und die Ausrichtung ist aber oft auch global. Also es ist eine Zusammenmischung aus lokal und global. Es ist was ich jetzt für die Räume anwende, in anderen Zusammenhängen bedeutet das einfach, dass seit der Globalisierung ist zwar die Internationalisierung enorm wichtig, aber genauso auch der eigene Standort. Also so würde ich es zusammenfassen. Dankeschön. Weiter. Das ist quasi so mein Untersuchungsraum, nicht weniger als das. Und ich finde, was ich daran einfach nur wichtig finde, sind nicht die genauen Zahlen, sondern dass es einfach unsäglich viele Selbstorganisationen gibt, nicht nur in Deutschland, das ist jetzt halt zufälligerweise mal mein Untersuchungsgebiet, und dass es Ballungen gibt. Sie werden sich, denke ich mal, nicht wundern, dass es vor allem in Großstädten und in Kunstmetropolen Projektträume gibt und Kulturvereine. Das hängt natürlich mit den Akademien auch zusammen und mit der Infrastruktur und mit dem Kunstbetrieb. Und dass es auch an der Peripherie sehr interessante Räume gibt, das will ich damit gar nicht in Abrede stellen, aber es ist als statistischer Fakt so, dass einfach die Großstädte nicht nur generell mit Einwohnern, sondern eben auch mit Kulturaktivitäten überquellen. Achso, das Ranking, falls es jemanden interessiert, auch das wird Sie nicht wundern. Natürlich steht Berlin an ganz vorderster Stelle. Danach kommt Hamburg, Düsseldorf ist besser als Köln. Das hat nichts mit Städte-Bashing zu tun, sondern das hat auch natürlich auch was mit Förderung zu tun. Es kommen ganz viele Faktoren dazu, die ich jetzt alle gar nicht benennen kann. Machen wir weiter. Was ich wichtig finde, und da können auch trockene Statistiken einfach mal weiterhelfen, finde ich, ist Punkt 1, das ist die obere Leiste, wenn man auf solche Räume stößt. Was ich in den Medien vorher mal mitbekommen habe, ist, wann immer sich Künstler oder so Kulturleute zusammentun, das hält nie lang. Da wird dann einer erfolgreich, der hört dann auf, die Gruppe streitet sich, das war's. Es gibt natürlich auch ganz viel Gruppendynamiken, kennen wir alle, und das macht auch manchmal Sinn, sich aufzulösen. Aber ich wollte damit nur zeigen, wenn man sich einfach mal die jetzt existierenden Kulturorte anschaut, dann sind da auch viele dabei, hier der BOK ist auch so ein Beispiel, die gibt es schon ganz, ganz lange, also teilweise sogar schon 100 Jahre, und da sind natürlich Generationen abfolgen, haben natürlich stattgefunden. Ja. Ich sehe eben gerade, dass die größte Häufigkeit der aktiven Räume, der kulturell aktiven Räume, gerade in den Jahren der Wirtschaftskrise ist. Und was für ein Zusammenhang sehen wir? Ja, das ist natürlich, also das ist auch was, was ich sofort mir gedacht habe, ach, das kann doch kein Zufall sein. Also man sagt ja nicht umsonst, dass ob man jetzt sich politisch selbst organisiert oder kulturell, dass das sehr häufig vor allem in Krisenzeiten stattfindet. Also wenn man keine anderen Möglichkeiten mehr sieht, dann ballt sich was
zusammen. Ich würde das aber insofern relativieren, also das sehe ich auf jeden Fall auch als Faktor. Ich würde aber auch sagen, zumindest erlebt, habe ich das ganz stark in Berlin erlebt, es gibt natürlich auch Nachahmungstäter, ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also man kann auch, weil etwas gerade sehr boomt, und ich denke in den Nullerjahren kann man definitiv von einem Objektraumgründungsboom sprechen, dass man natürlich auch denkt, Mensch, das ist doch, das wird wahrgenommen, das machen wir auch. Und in Berlin gibt es auch, also nicht nur Berlin, ich kenne, lassen wir Berlin, dieses Berlin immer mal weg. Also es gibt in unterschiedlichen Orten natürlich auch Erfolgsgeschichten. Das kann kommerziell der Fall sein, also Produzentengalerien, die einfach auch Bilder verkaufen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann aber auch netzwerkartig passieren, dass man halt auf einmal Ausstellungen im Ausland oder im Nachbarort oder im Kunstverein bekommt. Also es kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Und das ist sicherlich auch ein Grund. Also in Berlin gab es Mitte der Nuller einige sehr stark in den Medien besprochene Projekträume, und dann gab es regelrechte Nachahmer. Genau. Nehmen Sie das mit Berlin nicht so ernst. Ich glaube, es geht eher um das Phänomen. Ja? Nur weil ich da jetzt 2 Jahre selber gearbeitet habe, soll das nicht heißen, dass es nicht auch in anderen Städten ist. Diese Aktivitäten, die vorher gezeigt haben, bei der Stadt, bei den Bild, ja, bei den Grünen, mit den Kreisen, da ist noch immer das Ballungsräume. Ruhrgebiet, ja? Genau. Dresden, Leipzig, Jena, Rhein. Das sah man nicht gut. Ich wollte das, also ich könnte Ihnen dasselbe jetzt für Städte auch geben, das habe ich jetzt nicht dabei, aber diese Grafik ist nach Postleitzahlangaben. Also ich habe quasi 800 Adressen, die 2013 aktiv waren, einfach nur als Adresse. Und da kann man natürlich erstmal so eine schöne Grafik machen. Ich habe aber auch, ich kann Ihnen jetzt sagen, in Berlin waren 2013 knapp 200 Räume dieser Art für mich nachvollziehbar aktiv. Und meine Statistik ist natürlich längst nicht, es geht nicht darum zu sagen, so viel gibt es, es gibt noch viel mehr. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also es gibt sicherlich über 1000 kulturelle Selbstorganisationen. Ich habe ja auch den Blickwinkel sehr weit gemacht. Ja? Also das muss man immer dazu sagen. Ja. Genau, und auch wenn es hier so ein bisschen wieder weiter abgeht, ich meine, ab 2012 kann man jetzt sicherlich meine Statistik nicht mehr ganz ernst nehmen, weil alles, was jetzt gerade passiert ist, kann man nicht noch genauso recherchieren wie das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Abfall in der deutschlandweit zu sehen ist, also der Gründungsabfall, dass es sicherlich auch mit Raumnot zu tun hat. In Großstädten, das ist in Frankfurt genauso wie in Düsseldorf, wir werden den Mietspiegel höher, kulturelle Zwischennutzungen sind immer weniger möglich, man muss entweder für Miete zahlen oder man wird abgedrängt. Das ist ja etwas, was wirklich weltweit zu beobachten ist, und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Nichtsdestotrotz wird es immer weitergehen, da bin ich mir sicher, weil eben die, also wenn man es jetzt mit der Statistik begründen möchte, die Gründungsrate des Grünen liegt quasi immer noch eindeutig über den Auflösen. Gerne weiter. Genau, da mache ich jetzt auch einfach nur ganz kurze Statements zu. Es gibt eine generelle Tendenz, und da nehme ich nur die Künstlerhäuser mit raus, es gibt eine generelle Tendenz zu kleinen Gruppen, also man verlässt sich lieber auf die 4, 5 Leute, und damit meine ich jetzt die Betreiber, nicht die Kooperationspartner, das ist klar, oder die ausstellenden Künstler. Es geht um die, die als harter Kern wirklich aktiv sind. Und da geht es wirklich meistens um 2 bis 10 Leute im engeren Sinne. Was ich interessant fand, das sehen Sie in der Mitte, oder ich hoffe, Sie können es überhaupt erkennen. Ich habe das als interdisziplinäre oder disziplinäre Akademiker genannt. Was ich interessant finde, ist, dass es auf der einen Seite eine hohe Kooperationsbereitschaft gibt. Also wir sind bei über die Hälfte der Räume sind auch Kunsthistoriker oder Kulturmanager oder Soziologen dabei. Also nicht nur bildende Künstler. Es gibt auch viele künstlerische Autodidakten, was man auch mal hervorklären muss, weil es gibt, wissen Sie selber, viele Vereine und Förderprogramme und so weiter, wo man nachweisen muss, dass man eine künstlerische Ausbildung hat, anstatt dass man einfach zeigt, was man macht. Ja, also
ohne dass da jetzt so eine Vita dahinter sein muss. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch klar machen, es ist trotzdem natürlich eine inzestuöse Sache. Ich glaube, Herr Gruppner hat das eben autistisch genannt. Also wir sind alle relativ gut ausgebildet. Ich will jetzt nicht wissen, wie Sie aufgewachsen sind, aber dass natürlich die Kunst und auch die Kulturszene im weiteren Sinne nicht ganz so inklusiv ist, wie sie das vielleicht manchmal auch vorgibt, denke ich, ist auch klar. Und es ist also schon oft auch eine inzestöse Zirkelgeschichte, ja, die sich natürlich gegenseitig auch pusht. Das will man ja auch. Das lassen wir einfach mal weg. Ja, gerne weiter. Genau, da brauche ich glaube ich auch nicht viel zu sagen, dass es sehr häufig um Zwischennutzung geht, die ja auch ihre Vor- und Nachteile haben. Erahnen Sie anhand dieses Diagramms, also ich würde sagen, 80% von allen Räumen sind Ladenlokale. Das hat natürlich einen Mehrwert dadurch, dass da eine Präsenz durchgeschaffen wird, dass man mitten im Stadtleben auch ist und auch interagieren kann. Vor dem Fenster sitzen, Leute einladen. Auf der anderen Seite hängt das natürlich auch ganz einfach damit zusammen, dass man andere Räume sich nicht leisten kann, dass die Dinger leer stehen, dass der Einzelhandel krepiert in den meisten Städten. Insofern hat es sowohl einen praktischen Grund, aber durchaus natürlich auch einen künstlerischen Mehrwert. Was die Raumzustände angeht, ist es auch so eine Sache. Sie wissen vielleicht, dass seit der vorvorletzten Biennale in Berlin wurde gesagt, dass die sprechenden Räume, also die Räume, die Spuren hinterlassen, also Fabriken oder auch Wohnungen, das war mal ein ganz Kuratoren-Hype, dass man da gerne ausgestellt hat. Das mag ich nach wie vor auch sehr gerne als Besucherin, aber das hat natürlich auch praktische Gründe. Also sprich, die meisten Räume, die ich kenne, da friert man drin im Winter. Ich selber habe im Plattenbau in Berlin gesessen, habe gefroren, die Heizung hat nicht funktioniert, konnten wir uns eh nicht leisten. Also es hat auch praktische Nebeneffekte, die möglicherweise entweder für einen selber oder auch für die Kunst nicht immer so toll ist. Aber auf der anderen Seite würde ich behaupten, in der gesamten Kunstgeschichte würde es ganz, ganz viel Kunst Werke überhaupt nicht geben, wenn sie nicht in merkwürdigen Zwischensituationen entstanden wären. Was nicht heißen soll, dass jeder Künstler frieren muss. Das Klischee hasse ich nämlich wie die Pest, also Verbruch und Ohr abschneiden und so. Ja, es hat halt immer ein Für und ein Wider. Ich glaube, ich komme bald zum Schluss, keine Angst, wir können weitergehen. Das ist witzig, das macht so ganz merkwürdige Doppelungen. Gar nicht vorher da waren. Genau, da sind wir schon bei der prekären Geschichte. Da habe ich eigentlich nur ein Anliegen, das ist mir, hängt mir sehr am Herzen. Sie sehen, entweder man organisiert sich frei, also das Wort darf ich gar nicht benutzen, also offen, nicht als Rechtsform. Die meisten sind eben auch Vereine oder werden irgendwann zu Vereinen, wenn sie merken, wir brauchen irgendwie mehr Halt, wir brauchen auch mehr Außenbild und wir können auch eben Spenden absetzen bzw. wir können Fördergelder beantragen. Das ist ja ein auch strategischer Grund, um Verein zu werden. Was mir wichtig ist, ist, dass auch das A, diese Geschichte hier, die öffentlichen Fördermittel, die so wichtig sind, A bedeutet, dass viel Arbeit und viel Know-how, um regelmäßig Förderanträge zu schreiben und so weiter. B ist es keine Freiheit, sondern es ist eine Entscheidung, mich auf dieser Ebene zu bewegen. Und da muss man eben auch durchaus zum Beispiel Mission Statements schreiben, die, wie manche Künstler selber sagen, reine Antragslyrik sind. Also da muss das Wort international drin vorkommen, da muss das Wort Netzwerk drin, man hat zwar kein Geld, aber es muss drin vorkommen, Standortaufwertung und so weiter, vielleicht ein bisschen netter ausgedrückt, also nachbarschaftliche Kooperationen und so weiter. Also ich bin jetzt sehr zynisch, aber ich sehe Sie lachen, also man darf das auch mal zynisch festhalten, dass es nicht nur, dass die Freiheit, die da proklamiert wird, auch Hintergründe hat, die eben auch merkwürdigerweise von unserem Fördersystem verlangt werden. Stattdessen sollten Kulturämter mal eher darauf gucken, wie interdisziplinär mittlerweile die Programme in zum Beispiel Kunsträumen ablaufen,
dann würde man vielleicht auch mal überlegen, die Fördertöpfe ein bisschen flexibler zu machen. Naja, ich sage das so leicht, ich bin ja nicht da angestellt. Das ist im Endeffekt grafisch ausgedrückt und sehnüchtern ausgedrückt, das soziale Kapital, von dem Herr Oebner, glaube ich, eben schon, weiß nicht, ob in die Richtung gesprochen hatte. Was ich finde, ist, das, was Sie hier grafisch sehen, bedeutet eigentlich nur, wenn man alle selbstorganisierten Kunst- und Kulturräume aus Deutschland verschwinden lassen würde. Und viele verschwinden auch unfreiwilligerweise, das muss man ja auch mal sagen. Dann würden all diese Geschichten hier nicht mehr stattfinden. Also sprich, das, was euch, sage ich jetzt mal, damit meine ich Eulengasse und alle, die sich angesprochen fühlen, auszeichnet, ist, dass da was stattfindet, was die etablierten Kunstvereine genauso machen, nur die werden vielleicht immer noch mehr wahrgenommen, haben aber auch genauso wenig Geld. Und das geht auch quer durch den Kunstbetrieb durch. Also natürlich ist der Austausch mit Projektoren, einmal oben in Deutschland, einmal unten im Ausland, auf Augenhöhe sozusagen am meisten, das liegt ja auf der Hand. Aber es geht im Endeffekt durch die Bank weg und ich sehe gerade zu meinem Entsetzen, es tut mir sehr leid, das liegt an der Übertragung da oben, das ist ja mal die dadaistischste Statistik, die ich je gesehen habe. Da gehören normalerweise noch die ganzen Institutionen rein, die unten auch auftauchen. Sehr lustig, also sehr situationistisch, was da passiert. Also im Endeffekt, Sie wissen, was ich meine und Sie kennen sicherlich auch Beispiele. Man lädt Künstler ein, die mal, wenn man es sich leisten kann aus dem Ausland, muss aber noch nicht mal. Es kann auch der Kollege aus der Nachbarstadt sein. Kunstvereine kooperieren mittlerweile sehr stark mit selbstorganisierten Künstlern. Und Museen, ich sag nur Michael Riedl in der Schirm, das war eine Einzelausstellung, die vor 2 Jahren lief, aber die Oskar von Millerstraße, der Offspace, mit dem er begonnen hat und die ich auch eine ganz spannende Angelegenheit fand, die erscheint dann, wird auch gewürdigt, was ich sehr gut finde, erscheint dann eben auch einmal im Museum, also in der Kunsthalle. Also es sind interessante Dinge, die da passieren und ich bin der Meinung, und da sage ich jetzt mal was Positives und nicht nur was Zynisches, dass in den letzten 15 Jahren doch einiges auch durchlässiger geworden ist, weil eben mittlerweile jedes Museum auch einen Projektraum hat und jeder Galerist braucht auch einen Projektraum. Das sind zwar Nachahmungen, aber im Endeffekt zeigt das auch eine Würdigung, also zu diesem Phänomen und diesen Formaten. So, bin ich schon sehr drüber? Ich glaube genau, ich glaube, das ist die letzte Folie. Darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Das ist ein von vielen exemplarischen Beispielen. Ein Kollegen von der Kunststiftung Baden-Württemberg, die auch mit Offräumen in Baden-Württemberg zusammengearbeitet haben, sagt in diesem Statement einfach nur, was sie für sie Kunsträume bedeuten. Und sie sagt sogar, viele Aktionen und Ausstellungen in diesem offenen, unabhängigen Bereich sind interessanter als Veranstaltungen etablierter Institutionen und sie bekommen eine größere Aufmerksamkeit als so mancher Kunstverein oder so manches Museum. Das kann ich auch bestätigen aus meiner Erfahrung. Das heißt natürlich noch nicht, dass man davon leben kann. Aber ich denke mir, heutzutage sieht, was die Aufmerksamkeit angeht, es in vielen Bereichen, nicht in allen, einfacher aus, auch natürlich durch digitale Medien und Social Media, sich auf sich aufmerksam zu machen, als das noch in den 70er Jahren war, würde ich jetzt mal behaupten. Und damit kommen wir auch schon zum Ende oder erst, je nachdem. Das lese ich jetzt quasi mal als mein Statement zuletzt vor. Man muss ja bei Statements immer auch irgendwie was auf den Punkt bringen. Ich habe das zumindest versucht. Aus meiner Warte aus sind Räume künstlerischer Selbstorganisation weder unabhängig noch frei, sondern immanenter Bestandteil des Kunstbetriebes und damit meine ich den Kunstmarkt, das Ausstellungswesen, ganz stark auch, ich sage nur Artistic Research, ist das Wort, was seit ein paar Jahren lang in der Forschung und in der Kulturpolitik. Sie sind kein marginales und kein neuartiges Phänomen, sondern ein zeitübergreifendes, urbanes und mittlerweile eben auch, da ist das Wort wieder, globales Phänomen.
Sie sind abhängig von Raumverfügbarkeit, dem Engagement und den Lebensläufen auch der eigenen Leute, dem Netzwerk, was sich aus dieser Tätigkeit ergibt und gestrickt wird, dem Renommee, der Förderung und auch dem Verkauf, und zwar nebeneinander. Sie sind nicht zwingend, und da rede ich jetzt gegen alle populären Kunstmedien, die ich so kenne, sie sind nicht zwingend jung, sie sind nicht zwingend unetabliert, weil es gibt genug auch namhafte Künstler, die gerne in Outspaces auch ausstellen oder kooperieren oder sogar Teil sind. Nicht temporär unbedingt, es geht immer um das nicht unbedingt, weil das sind die Klischees, die immer gerne nach außen hin übertragen werden. Und das ist was, was ich mit reinbringe, weil in meiner kuratorischen Warte wird immer ein Stein gebrochen mit Projektoren. Es wird aber auch immer direkt erwartet, dass man politisch, widerständisch und kritisch ist. Und das muss, finde ich, muss man auch mal sagen, das kann genauso unter Druck setzen, als wenn ich sage, ich gehe an den Markt und möchte gerne meine Bilder verkaufen. Sie sind mal offen, mal on, mal underground, mal bei Club, mal Club, mal Galerie, mal Verein oder Museum. Sie sind unbedingt anhand der Kategorien kommerziell und nicht kommerziell unterscheidbar. Sie sind aber definitiv ein unverzichtbarer Garant für die Vielfalt in unserer Kulturlandschaft. Und ich behaupte auch ganz dreist, sie sind die Institutionen von morgen, weil die Selbstorganisationen, die ich aus den 60er Jahren kenne, sind mittlerweile im Museum und haben solche Publikationswände. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Das war's. Ja.